Die Frage ist, wie macht man Interval-Matches in Talent? Wir werden eben genau diese T-Interval-Match-Komponente verwenden. Und ich habe sie hier schon also als kleine Bemerkung geschrieben. Die ist eigentlich wie eine Join-Komponente, kann aber eben gegen Wertbereiche prüfen. Und dann schauen wir uns hier die beiden Dateien mal an, die wir in dem Job verwenden. Und zwar ist das einmal hier die Servers.txt und die IP-Ranges. Habt ihr hier schon geöffnet? Die IP-Ranges.txt hat eben hier einen Start-IP, eine End-IP und ein entsprechendes Land drinnen stehen. Und hier dann so ein paar Dummy-Servernamen und IP-Adressen dazu. Genau, und das führen wir jetzt in Talents zusammen. Und zwar indem hier eben die Servers.txt definiert ist mit einer Spalte als Header, dem entsprechenden Row-Separator und Field-Separator. Das kannst du über die Metadaten definieren, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Und hier das gleiche in grün für die Datei IP Ranges, wo wir jetzt hier sehen können, es gibt eben die IP Startspalte, IP End und das Country. Genau. Und hier unten dann der jetzt zentrale Punkt in dieser Frage, in diesem Video, ist die Range, gegen die ich matchen möchte, nämlich die Lookup Column, das Minimum ist unser IP-Start und das Maximum ist das IP-Ende. Und in die sollen beide in dem Bound, also in dem Bereich, enthalten sein. Und ich möchte jetzt hier in dem Hauptinput in der Spalte IP suchen und das gegen diese Range matchen. Und dann das entsprechende Land dazu ausgeben in der Ausgabe. Ja, so dass wir hier in der Ausgabe unseren Lookup sozusagen zusätzlich haben, also im Prinzip jetzt hier unser Land. Und lassen wir das mal laufen, um das entsprechende Ergebnis zu sehen. Und wir sehen jetzt hier, dass die Information, wie sie aus dem Input-File kommt, aber eben jetzt eben hier eine Spalte dazu, die heißt jetzt in dem Fall zwar Lookup, ist ein bisschen unglücklich, könnte man im Laufe des Prozesses noch weiter verarbeiten, im Sinne von zum Beispiel einfach die Spalte umbenennen. Aber so an sich ist das schon passend. Und das ist schon die Antwort auf die Frage, wie macht man Interval-Matches in Talent?